Guten Tag, liebe Schrauber, guten Tag, liebe Discovery-Freunde. In dieser Episode seht ihr, wie ihr euch an eurem Fahrzeug mal wieder verwirklicht. Und zwar tauschen wir dieses Mal die Lichtmaschine aus, weil meine also gerade anfängt, Ärger zu machen. Woran erkennt man, dass die Lichtmaschine Ärger macht? Naja, klassischerweise leuchtet natürlich das Batteriesymbol im Armaturenträger. Gerne gesehen sind auch wankende Bordspannungen zusammen mit tausenden lustigen Fehlermeldungen. Das ist in meinem Fall der Fall. Und zwar schwankt die Bordspannung von 13, also im Prinzip Leerlaufspannung, frisch geladene Batterie, bis hoch nach 15 Volt. Das Ganze erkläre ich mir damit, dass also die Kohlen hinten in der Lichtmaschine relativ aufgebraucht sind und entsprechend da also keine saubere Regelung mehr stattfinden kann. Ich habe mich hier für eine Original-Denso-Lichtmaschine entschieden. Das ganze Ding hat die Teilenummer DAN987 und kostet aktuell bei Motorintegrator schlanke 203 Euro. Kann man nichts verkehrt mitmachen, macht auch Sinn, das vielleicht mal präventiv zu machen. Idealerweise tauscht man natürlich die Kohlen aus, was bei dieser Lichtmaschine sehr, sehr leicht möglich ist. Man findet bei eBay für 7,80 Euro die entsprechenden Kohlen, allerdings nicht für diese Lichtmaschine, sondern für andere. Allerdings passen diese eventuell auch, das habe ich jetzt nicht geprüft, da ich also auf das Fahrzeug tagtäglich angewiesen bin, tausche ich die gesamte Lichtmaschine. Das Ganze ist eine relativ einfache Arbeit. Wir beginnen damit, dass wir also den Minuspol des Fahrzeuges lösen an der Batterie. Um das zu tun, wird natürlich die Schraube am Minuspol gelöst und der Kontakt dann abgezogen. Es hat sich bewährt, mit so einer Batterie- oder Gummikappe zu arbeiten, damit da also nicht, wie sonst üblich, der Kontakt wieder direkt zurückschnippt und Minus doch dran ist. So, und das ist jetzt passiert. Das heißt, das Auto ist spannungsfrei, es kann also nichts mehr passieren. Als nächstes lösen wir zum 150. Mal den Ansaugluftrüssel vom Luftfilter bzw. vom Luftmassenmesser in Richtung Turbolader. Ich werde euch wahrscheinlich das Bild unten an der Lichtmaschine nicht hundertprozentig gut vermitteln können, aber da müsst ihr mir einfach mal auf meine Schilderung vertrauen, die ich euch gebe. Ein wenig rumpeln und drucken ist dieses Rohr also dann frei. Ich kann dann, so Gott will, herausgenommen werden. Als nächstes kommt die Lüfterabdeckung dran. Wie immer vorsichtig sein. Schläuche und Röhrchen an diesen Kühlern sind natürlich mehr als morsch mittlerweile nach 13 Jahren und diversen hunderttausenden Kilometern. So, als nächstes löst ihr den Lüfter. Um das zu tun, braucht ihr entweder das Spezialwerkzeug oder bei gut gangbaren oder gut geölten Lüftern geht es also mittels Spezial-Selbstbauwerkzeug, bestehend aus Schlüssel und Hammer. In der Regel reichen zwei Schläge bei einem gut gängigen Gewinde, so wie bei meinem. Und dann könnt ihr also mit dem Lüfter das Ding von der Narbe lösen. So. Wir sehen jetzt schon die Lichtmaschine vor uns und das Ganze wird so ein kleines bisschen tricky platzmäßig. Sollte sich aber, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, so ausbauen lassen. Der nächste Schritt ist dann das Lösen des Keilrippenriemens. Dazu eine 3/8 Zoll Knarre auf den Spanner aufsetzen, ordentlich dran ziehen. Und am besten an der Wasserpumpe den Riemen runternehmen. So. Und den ganzen Müll dann nach außen schaffen. So. Jetzt geht es also damit weiter, dass die drei Schrauben der Lichtmaschine gelöst werden müssen. Vielleicht lassen wir doch gleich noch das Kühlwasser ab. Das sehen wir dann. Verbaut sind dort
15er, 13er. Schlüsselweiten. Eine oben, zwei an der Seite. Mal gucken, wie wir da am besten rankommen. An der Seite der Lichtmaschine sitzt dann noch das Pluskabel. Das ist auch 13. Sowie der dreipolige Stecker für die Ansteuerung bzw. die Ladekontrollleuchte und den Bus. So. Vordere Schraube lasst ihr am besten noch ein wenig drin. Ein paar Umdrehungen, damit euch also gleich die Lichtmaschine nicht auf die Pfoten fällt. Mit dem Schlüssel habt ihr ja gesehen, geht das Ganze gut raus. Und dann kann man die mit den Fingerspitzen weiter rausdrehen, die Schrauben. So, Nummer 1. Na, das geht leider nur so, da müsst ihr meine Corona-Haare ein bisschen ertragen. So. Nummer 2. Die Lichtmaschine ist also schon locker. Nummer 3. Jetzt haben wir die Lichtmaschine schon in der Hand. So, wenn wir die jetzt also ablegen, können wir die so ein kleines bisschen drehen und dann sehen wir, nachdem wir die gedreht haben, auf der Oberseite die rote Manschette für den Pluspol. Unter dieser Manschette, Sekunde, eine Lampe brauche ich. Verbirgt sich eine Mutter mit einer 13er Schlüsselweite. Nach dem Lösen dieser Mutter. So. Na. Hier, wenn ich jetzt endlich mal diese beschissene Mutter treffe, so, könnt ihr die in der Regel mit den spitzen Fingern abschrauben. Spätestens jetzt wisst ihr, warum der Pluspol runter muss, weil es also nicht ausbleibt, dass man da irgendwo das Motorgehäuse berührt oder die Karosserie oder sowas. Und spätestens dann gibt es also hier die tollsten Funkenpartys. So, da brauche ich nochmal eine kleine Klammer. Idealerweise so ein biegsames Konstrukt. Also schon so weit los, dass ich es per Finger drehen kann. Am besten schmeißt ihr diese Schraube nicht runter, die Mutter nicht runter.
So, die Mutter. Haben wir da noch einen Federring. Und dann kann man das Dings abziehen, hier das Kabel. Und dann könnt ihr von oben nochmal um die Lichtmaschine rumgreifen und könnt den Stecker lösen. So, die Lichtmaschine ist soweit frei. Mit einem 15er könnt ihr dann noch, oder müsst ihr dann noch, wenn ihr nicht das andere Teil des Lüftergehäuses entfernen wollt, was sehr, sehr schwer ist wegen den vielen Schläuchen, den Kaltrippenriemenspanner entnehmen. So. Das ist das tolle Teil. Das lege ich mal hier oben auf. Und dann ist genug Platz, dass ihr also die Lichtmaschine herausdreht. Das ist die alte. Und das ist die neue Lichtmaschine. Wichtig, was ihr auf jeden Fall prüfen solltet, den Freilauf. Jedes Mal, wenn ihr so eine Lichtmaschine in der Hand habt. So, wenn ihr die so dreht und still haltet, muss die sich noch kurz weiter drehen. Und darf nicht durchrutschen oder schwergängig sein oder quietschen. Ist das der Fall, ist der Freilauf kaputt. Und wenn der Freilauf kaputt ist, zerlegt es euch über lang oder kurz den gesamten Riementrieb. Aufgrund der Vibration. So, gucken wir mal in die technischen Daten an. Ja, hier ließ mich dann mal wieder meine tolle GoPro-Kamera im Stich. Also, ich verkneife mir jetzt jeden weiteren Kommentar. Das war der letzte Einsatz dieser Art für diese Kamera. Ich habe die technischen Daten jetzt verglichen. Denso DAN987 ist also die Teilnummer dafür. Ist entsprechend gleich mit dem Land Rover Teil, steht nur nicht Land Rover drauf. Für den Einbau gibt es jetzt noch Folgendes zu sagen: Ihr müsst zuerst die vordere Schraube anziehen, die vordere obere, und dann die beiden anderen unten. Der Umbau erfolgt dann natürlich sonst weiter in gleicher Reihenfolge, das heißt Kabel zuerst, Stecker dann die obere Schraube, dann die beiden unteren Schrauben. Wir sehen uns jetzt wieder an meiner Werkbank, ich werde jetzt also die kaputte Lichtmaschine autopsieren. Ihr braucht zum Öffnen der Lichtmaschine einen 8er Steckschlüssel sowie einen Kreuzschraubendreher. In der Regel kann man die Lichtmaschine reparieren, wenn also nicht großartige Lagerschäden oder sowas da zu bedenken sind oder die Ionenplatte kaputt ist, sprich nur die Kohlen auf sind, kann man die also sehr gut reparieren. Es gibt da bei eBay einen Satz für, Original-Kohlenhalter 7,50 Euro ungefähr. Ist angeblich nicht für diese Lichtmaschine geeignet, aber eine optische Überprüfung zeigte, dass es also das gleiche Teil ist. In der Mitte sieht man jetzt also, das braune Teil, wo ich gerade drauf zeige, ist der Kohlenhalter. Der ist mit zwei Schrauben links und rechts befestigt, Kreuz, die dreht man raus. Und dann kann man den Kohlenhalter einfach nach oben abziehen. Und dann sieht man also auch schon rein. In meinem Fall ist es also so, dass die Kohlen ungleichmäßig verschlissen sind und die eine ziemlich am Ende ist, sowie die andere gekippt ist und somit keinen richtigen Kontakt mehr aufbauen konnte. Sah man jetzt gerade auch kurz. Gut, nach 350.000 Kilometern darf das, denke ich, wohl mal passieren. Man kann die jetzt also auch relativ gut wieder einsetzen. Normalerweise ist es so, dass die Kohlen also so lang sind, dass man die gar nicht einsetzen kann, sondern man braucht dann entsprechend einen Montagestift oder eine Büroklammer oder irgendetwas, um die Kohlen also in der zurückgedrückten Position festzuhalten. Ich sehe jetzt auch gerade, dass also die hintere vom Kollektor aus gesehen jetzt nach oben zeigende Kontaktfläche überhaupt nicht eingelaufen ist. Das ist die erste Sache, die mich verwundert hat. Sonst sind die Lichtmaschine oftmals stark eingelaufen. In diesem Fall also beide Kontaktflächen überhaupt nicht, aber die oberste hat da also deutliche Spuren davon gezeigt, dass also diese Kohle immer wieder gekippt ist und also nicht sauber laufen konnte. Was dann logischerweise in einem nicht sauber regulierenden Lichtmaschinenfeld resultiert ist, was also das Pumpen der Bordnetzfrequenz erklärte, bei großer Lastaufnahme bzw. großem Lastabwurf und dann also diverse Fehlermeldungen produziert hat.
Um einen gelaufenen Kohlenhalter wieder montieren zu können, müsst ihr also, wie ihr jetzt gerade aufgrund meiner tollen Haare nicht seht, durch den Kohlenhalter auf der Rückseite, sieht man so ein kleines Loch, das zeige ich gerade auch, einen Stift stecken oder eine Büroklammer oder einen dünnen Schraubendreher, nachdem ihr also die Kohlen im Prinzip zurückgeschoben habt mit dem Finger, um die festzuhalten. Dann montiert ihr das Ganze und zieht anschließend dieses Teil raus und dann haben also die Kohlen an der richtigen Stelle Kontakt. Macht ihr das nicht, kann es sein, dass die Kohlen abbrechen. Das kriegt ihr erst gar nicht mit, weil die also im Kohlenhalter meistens abbrechen. Dann aber nach einiger Zeit sich abnutzen bzw. kippen und dann also da ein ähnliches Fehlerbild passiert, wie also bei mir jetzt. So, ich habe jetzt also die Kohlen zurückgedrückt, den kleinen Schraubendreher da reingesteckt, dann den Kohlenhalter eingesetzt, rausgezogen, links, rechts die beiden Schrauben rein. So, genau, zweite Schraube. Das Deckelchen drauf. Ja, Schrauben anziehen logischerweise. Und dann ist das ganze Ding wieder einsatzfähig. Ja, ich hoffe, euch hat auch leider dieses kaputte Video ein wenig gefallen. Wie schon angekündigt, ist es leider in dieser verbauten Position ein bisschen schwer für euch, brauchbare Videoaufnahmen zu kriegen. Von daher habe ich es möglichst ideal versucht, euch zu beschreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, diesmal dann mit besserer Kamera. Bleibt munter und bleibt am Schrauben. Bis dann.